Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Battlefield. Neben mir mein Kumpel Lars, er spielt gerade und ich versuche sein Spiel zu kommentieren. Ja, nicht mehr weit. Weißt du was? Ich freue mich richtig auf unser Wiedersehen. Ich glaube, du wirst deine Meinung noch ändern. So wieder so eine Bande. Ja, aber auch nicht mit der Knarre, sondern auch mit der Handfeuerwaffe. Oder? Dann geht er zur Kiste und lad erstmal nach. Viereck drücken. So, und jetzt wieder zurück. Geht's noch nicht weiter. Ja, guck mal, ich bin jetzt da hoch. Das rennt nur so rum, weil wir müssen ja eigentlich die Folge füllen. Dann nehme ich nur 5 Minuten. Aber so gut. Steht da hinten.
sehen sie vielleicht auch. Vielleicht erstmal den, damit er sieht, dass er auch noch nicht abhört. Was zum Teufel? Da ist er! Nice. Einer hatte ich gesehen, jetzt andere Waffen. Hier drüben! Wir haben ihn! Los, schnappt ihn euch! Okay, wir haben ihn! Komm schon! Hallo! Vorsicht, hier kommt eine Gasblase! Jetzt kannst du auf den Balkon gehen. Wo ist er? Los jetzt! Hast du nicht mehr alle! Scheiße! Los! Der Spinner! Da drüben! Los, weiter!
Tal lang! Da drüben ist er! Holt sie euch! Dafür ist es viel zu spät. Meine Bürotür steht immer offen. Tolle Technik. Aber völlig unnötig, Detective. Ich bin unbewaffnet. Das bezweifle ich. Hey, hey! Keine falsche Bewegung. Was soll das? Was willst du tun? Mich verhaften? Das war der alte Nick. Ja, ich weiß, was dort passiert ist. Und dann bist du quer ins Land geflogen, um mich auszurauben. Du bist vielleicht der härteste Wichser, den ich je erlebt habe. Aber du bist nicht kaltblütig genug, unbewaffnet abzuknallen. Wenn du mich töten wolltest, hättest du es längst getan. Was willst du wirklich, Nick? Dein Angebot an. Endlich kommen die richtigen Worte. Nenn dein Angebot. Einfach die Welt. Du sollst mir helfen, meine Geschäfte zu führen. Dann leben die Sterne. Deine sogenannte Geschäftsidee scheint mir ein paar Löcher zu haben. Na dann stopp. Wenn euch die Musik stört, Leute, Untertitel ist der Anmelde. Ihr könnt ja auch mitlesen. Zieh dich um. Du bist allein. Warum? Meine Freunde hatten wichtige Termine. Nein. Nein, du hast sie weggeschickt. Ich glaube, du begreifst nicht, wer du wirklich bist. Du bist wie ich. Ja, ja, super. Mehr gängst du als Cop. Weißt du was? Du hast recht. Boah. Ich wünschte, ich hätte ihn nicht drücken können. Wie geht's deinem Mann, Nick? Und den Knopf hätte ich auch gedrückt, und den. Das war's. So, ich bin wieder am Player, Freunde. Schon Gang öffnen. Sag mal, Nick, als du abgedrückt hast, war ich da überrascht? Neben meinem Schreibtisch ist ein Regal.
Dahinter ist ein Gang. Öffne ihn. Dich hat's erwischt, weil ich dich nicht für einen Pragmatiker hielt. Wie alle Guten. Ich hab dich hierher eingeladen, weil ich gehofft hatte, falsch zu liegen. Und ich hoffte, dich retten zu können. Was ich getan habe, nennst du Korruption? Gefallen tun, Geld annehmen? Nein. Die Cops, mit denen ich kooperiert habe, die Polizeipräsidenten. Du glaubst nicht, wie flink die auf meiner Seite waren. Nicht, weil sie schlechte Menschen wären. Das Problem ist das Risiko. Was meine Kunden haben, wollen Millionen. Ich minimiere das Risiko. Für Cops, für Verbrecher, für alle. Und alle haben gerne weggeschaut. Außer dir. Was ich aufgebaut habe, ist unzerstörbar. Es geht um zu viel. Um Leben und Karrieren. Herzlichen Glückwunsch, Detective. Es gehört alles dir. Wow. Oh mein Gott. Was wirst du damit anstellen? Ja, meine Freunde, das war Battlefield. Es hat mir Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. War ein bisschen kurz für mich, aber die Länge reicht eigentlich, und ich wollte dann nur noch mal sagen, ich bedanke mich an Lars, der mitgespielt hat, den letzten Teil, und dann noch, dass ich erstmal eine kleine Pause einlege von, sagen wir mal so, 2 bis 3 Monaten, weil ich muss mir erstmal neue Spiele kaufen, die ich auch let's playen kann, weil ich bin ja noch nicht so ein großer YouTuber, aber egal. Genießt noch den Abspann. Wir sehen uns bestimmt schon bald beim nächsten Let's Play. Vielleicht finde ich ja noch ein Demo-Spiel, was ich spielen kann. Bis dann, euer Yannick fürs Discord. Ciao.